Hallo zusammen und damit begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Let's Play Wizard 101. Oh mein Gott, mein Handy ist gleich leer. Wir sind hier immer noch im pechschwarzen See, haben in der letzten Folge Uzel, die Unterwasserkatze, besiegt und gucken mal, was sie jetzt hier zu sagen hat. Gestern hat sich auch die Sonnenschlange ein bisschen besser gemacht. Bin noch im Kampf, okay. Ja, heute ist Maxi wieder mit dabei, allerdings nur in-game und nicht im Discord, weil ich jetzt sonst nochmal den Ton dann hätte anpassen müssen und so weiter. Und das hätte jetzt noch ein bisschen gedauert. Deswegen, ja. Weshalb suchst du diesen verlassenen, verlorenen Ort auf? Die Schattenkönigin hat sich der Pyramide von Mutter Mond bemächtigt. Die Aztekosaurier mögen meine verhassten Feinde sein, von der Geburt der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Aber dennoch, sie sind ehrenhaft und verdienen Respekt. Wir müssen die Schatten aus der Pyramide vertreiben. So, kurz mal mein Handy angesteckt, während er hier gelabert hat. Es existiert in der Tat ein alter Weg, den die Priester einst benutzten. Gib gut Acht und präge dir diese Melodie ein. Summe sie vor der Mondtür. Und sie wird sich... Die Mondtür, da ist doch jetzt bestimmt Folge auch gleich das UFO irgendwo. Du summst und summst, bis du vor Anstrengung blau anläufst. Schließlich kann es die Tür nicht mehr mit ansehen und sie öffnet sich. Und zack, jetzt sind wir hinter der Pyramide. Und hier gibt es doch jetzt bestimmt irgendwo ein UFO. So, wir fliegen mal über den Dungeon hinaus. Hier nach vorne. Okay, hier ist schon mal nichts. Dann gehen wir mal nach oben. Irgendwo hier ist dieses Ding. Doch, das kann mir doch keiner erzählen. Hier ist es nicht. Okay, das ist jetzt verwunderlich. Nanu. Ach nee, wir haben das ja schon. Okay, ja, toll. Pyramide von Mutter Mond. Oh Gott. Die wird, glaube ich, auch gar nicht so einfach. Also Belloc kann uns ja schon mal nicht erwarten. Aber das könnte trotzdem schwierig werden. Okay, ich glaube... Ich habe mich gerade gefragt, ob er hier reinporten kann. Aber hier... Oh, jetzt ist er mit hier. Okay, da sind wir gleich zu dritt. Warum nicht? So... Rauchspiegel Wiedergänger und Rauchspiegel Zombie. Ich guck mal ganz kurz ins Deck. Dann nehmen wir natürlich erstmal das Straßendeck mit, ja, Massenfrist mal meinetwegen. So, dann machen wir hier das Ding drauf, da die Faust und hier das Prisma. Ach nee, Balance ist der, ich habe gerade irgendwie tot da gesehen, hä? Egal. Ah, da ist Maxi wieder online. Kommt bestimmt gleich hier rein teleportiert. Ich habe bloß schon mal angefangen, weil der Dungeon wird ja sowieso eine Weile dauern. Ich weiß nicht, wie viele Kämpfe hier kommen, aber ja, könnte schon schwierig werden. Vor allem weiß ich nicht, wer uns hier als Boss erwartet. Könnte eventuell der Sturmkaiman sein. Oder hatten wir den schon? Ich weiß es gar nicht mehr. Ihr hört wahrscheinlich meinen Wellensittich gerade da im Hintergrund. Weiß ich nicht, vielleicht auch nicht. Ja, ist jetzt in der Folge einfach mal so. Aber so laut ist der, glaube ich, sowieso nicht in der Folge zu hören, wenn überhaupt. Ja, Maxi hatte mich auch vorhin gefragt, ob ich mal wieder streame, beziehungsweise wann ich wieder streame. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich muss da erstmal gucken, wann das für mich am besten passt. Und man das machen könnte. Also, ja, geduldet euch ein bisschen.
Oh ja, der Schaukasten geht noch 2 Tage und danach wird bestimmt dann wieder ein neues Event kommen. Also muss ja, sonst könnte man ja keine Punkte sammeln. Bin ich mal gespannt. Alles klar. Meteoriteneinschlag. Können wir eigentlich schon angreifen, ne? Ja, los geht's. Wir haben ja 4 Klingen drauf, da müssen wir jetzt nicht noch warten. Sag mal, was ist denn los hier? Ja, jetzt sind wir schon zu 4. Das ist auch interessant. Wer ist denn das überhaupt? Ach, Alina ist das. Ja. Damit haben wir spontan, obwohl es gar nicht geplant war, hier gefühlt eine Zaubererarmee gerade zusammengestellt. Mit der wir jetzt hier diese Pyramide angreifen können. Heute sollten wir in der Tat ordentlich vorankommen. Oh ja. Besiege finsterer Kalaka. Ach, die Viecher, ja. An die erinnere ich mich auch noch. Der ist jetzt Eis und wieder Feuer. Dann, ja. Los, Leute, kommt in den Kampf rein. 4 Gegner mit 2 Rauchspiegel-Zombies diesmal. Ja, je mehr Leute hier drin sind im Dungeon, umso mehr Gegner erwarten uns natürlich auch in jedem Raum. Das ist klar. Aber gut, wir kriegen das schon gewuppt. Hier ist ja auch eine über Level 100 Sturmzauberin dabei. Die wird die wahrscheinlich so oder so wegfetzen. Einmal die Glühwürmchen oder ein Orkan oder so und dann war es das eigentlich auch schon wieder. Also wir haben hier nicht wirklich viel zu befürchten. So Leute, musst du mich mal ganz kurz muten, beziehungsweise mein Mikrofon kurz muten. Weil ich da gerade unschöne Ausschläge da drüben bei OBS gesehen habe. Manchmal habe ich da so ein Brummen. Das musste ich mal ganz kurz hier beheben, falls dem so gewesen ist. Ich höre es ja selber nicht, das ist ja das Ding. Ja gut, jetzt, ja. Greift sie sowieso an, dann geben wir ihr einfach mal die Elementarklinge. Und dann passt das schon. Ja, aber gut, dass jetzt in dieser Folge wir so gut Hilfe dabei haben, weil alleine wäre ich hier richtig krass am Sterben gewesen wahrscheinlich. Mein Nachbar hört so laut Musik. Oh Gott, das wäre ja mein Todesurteil, wenn ich hier versuchen würde aufzunehmen und dann dröhnt da irgendwo so Musik aus der Wand raus oder aus dem Fenster. Manchmal ist es ja auch so schlimm, wenn du das Fenster aufmachst und da kommen irgendwelche Geräusche rein, also, ne? Aber du willst es auch nicht zumachen, weil es sonst so verdammt heiß in der Wohnung ist. Tausend auf den Kalaka, mein Gott. Kann sie gerne beim Boss auch so machen, dann ist der ganz schnell weg. Der müsste ja jetzt eigentlich auch schon kommen. Oh ja, oh ja, blaustrahlender Umsatz. Ihr
dunkle Diener des Todes hat mich aus dem Jäger. Der dunkle Diener ruft die Ältesten. Ah, Nesa, der Dichter. Ich glaube, der kommt jetzt auch als Boss. Weil er irgendwie kontrolliert wird oder so. Pyramide von Hallo, Mutter Mupp. Du hast doch nicht allen Ernstes gegeben. Was hältst du von der Pyramide? Ah, nein. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof. Gut, was betat. Du, ist es nicht erbärmlich, wie dich Merle Ambrose gänzlich unvorbereitet ins offene Messer laufen lässt? Ich muss nun los und ein paar weitere Urzeit-Dinos auftreiben. Aber du sollst dich nicht vernachlässigt fühlen. Also irgendwie passt der Text hier unten nicht zu dem, was sie sagt. Wie ich höre, ist der Hüter dieser Pyramide sehr verärgert über dich. Um die Sache ein wenig interessanter zu machen. So, von der Pyramide von Mutter Mond will ich auch unbedingt mal hier ein, Stirb wohl. Ein Thumbnail haben. Die sieht ja mal richtig geil aus. Wunderschön. Oh Gott, ich sehe es schon hier. Mit deinem respektlosen Eindringen in die Pyramide hast du das Heiligt. Huja! Huja! Nesa, der Dichter, Mythos und der grinsende Tod. Sturm. Ob du noch mit strahlst, zwei ich es dir herausgerissen wunderschönen habe. Eisgehilfen hier dabei. Gut, dann setzen wir den Trank ein und dann ein ins Duell. It's time to duel. Mythos-Boss und Sturm-Boss, das ist richtig krass. Guckt euch das mal an hier, wie viel Pips die auch jetzt gleich haben. Übel. Ich mach mal die Zuflucht drauf, dass wir jetzt hier auch ein bisschen Heilung bekommen. Okay, noch greift uns Nesa nicht an, sondern wafft erstmal den Eisgehilfen mit einer Mythos-Klinge. Das ist auch sehr intelligent. Komisch, dass die Eis sind. Das sind ja eigentlich so komische Blitzaale. Aber naja. Können bestimmt auch Sturmzauber einsetzen. Gucken, ob ich es heute schaffe, vielleicht sogar zwei Folgen aufzunehmen. Ich habe heute relativ, na gut, naja, jetzt habe ich noch Zeit, heute Abend dann nicht mehr. Mal gucken. Vielleicht kriege ich es ja hin, wenn ja, dann passt es vielleicht bald wieder mit der Verarbeitung von den Videos, dass sie rechtzeitig dann in voller Qualität verfügbar sind. Er macht die normale Klinge, dann mache ich die verstärkte. Ja, wir müssen jetzt hier nicht selber angreifen, wir buffen einfach hier die Alina hoch und dann wird sie das schon regeln? Hallo, jetzt kommt die Sturmeule. Oh Gott. 900, ja okay, geht ja noch. Die kann ja auch richtig krass viel Schaden machen. Kritisch, okay. Jetzt so ein Einhorn wäre eigentlich optimal mit der Zuflucht drauf. Also da machen wir dann wirklich krass viel Heilung. Aber es kommt eine Elfenfee. Na gut, ist ja auch in Ordnung. Boah, 1000. So, jetzt hat sie schon mal drei Klingen drauf. Das ist sehr gut. Kann sie eigentlich bald schon angreifen, wenn Nesa noch ein Täuschen kriegt. Das Gute ist, dass jetzt auch beide Bossgegner eine Steigerung haben. Er ist Mythos und hat sowieso eine Sturmsteigerung. Und der grinsende Tod hat ja jetzt das Prisma. Ja, heute Abend bin ich schon quasi auf Discord mit jemandem verabredet, wenn man so möchte. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal früher auf. Nicht, dass ich das wieder irgendwann nachts um 3 mache. Das ist dann auch nicht optimal. Okay,
Hilfe? Okay. Doch, es geht ja, ne? Hat zwar jetzt seine Pips verbraucht, aber eigentlich noch alles in Ordnung. Klar, wir wurden jetzt betäubt, aber... Mein Gott. Noch hat sie eh nicht angegriffen. Dann können wir auch das Täuschen in der nächsten Runde noch drauf machen. Schon 15 Minuten rum. Also nach dem Dungeon werden wir so viel nicht mehr schaffen. Mal gucken, was dann kommt danach. Wahrscheinlich relativ viel Gelaber. Das können wir dann noch machen in der Folge. So, jetzt packe ich das Täuschen aber drauf. Und dann kann Alina jetzt noch nicht angreifen, weil sie wahrscheinlich jetzt hier die ultimative Vernichtung erstmal aktivieren möchte. Haut sich noch den Berserker drauf. Die Raserei. Stimmt, das ist ja jetzt die andere Aura. Okay, sie hat sich's anders überlegt. Jetzt greift sie doch. Jetzt greift sie doch sofort an. Weber, warum nicht? Die Frage ist auf wen von den beiden. Aber ja, ich glaube auch, die sind sowieso jetzt tot. Guckt euch die Alina an, die hat so viele Klingen drauf. Die Bosse haben beide ein Täuschen, die haben beide eine Steigerung. Also da ist jetzt Endstation. Oh wow, das ist tough. Komm, jetzt nochmal ein Einhorn zum Finale. Heil uns nochmal komplett hoch, liebes Haustier. Das wäre doch mal was. Bisschen angeben. Nee. Leider nicht. Da sind unsere heißgeliebten Glühwürmchen und jetzt geht's gleich richtig ab. Stimmt noch kritisch mit dazu. Nee, nicht mal, aber wird trotzdem reichen. 4 Klingen hat sie. Jo, 25.000, das reicht auf jeden Fall aus. Und beim Grinsenden Tod wird's auch ausreichen. Sehr schön. Damit haben wir die Pyramide von Muttermond mit Bravour und einem wundervollen Team. Jetzt hier absolut auseinandergenommen. So muss das. Dann müssten wir jetzt auch mit dem Pechschwarzen See fertig sein. Und das bedeutet... Verlassen wir diesen Ort der Schmach. Genau. Und das bedeutet, dass es bestimmt in der nächsten Folge zu den schwebenden Bergen geht. Und dann nähern wir uns immer mehr dem Finale von Azteca. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, ob hier irgendwo ein Zeug in Stein ist. Die liegen ja hier immer gerne in diesen Pyramiden rum. Ah ja, da ist einer. Jo, das müsste auch alles gewesen sein, was hier unten ist. Dann gehen wir mal durch das Portal nach draußen. Ta-ta-ta. Achso, stimmt. Hier durch die Tür wieder durch. Und da steht er jetzt. Die Schatten verschluckten mich, doch du hast mich wieder ins Licht geholt. Die Schatten. Himmelherz-Grünstein-Amulett. Doch, was ist das denn? Zweimal hast du vollbracht, wozu ich nicht in der Lage war, Blaustrahlender. 3 der großen Stufenpyramiden sind bereits verloren. Nun bleibt nur noch Pyramide des fallenden Sterns. Weißt du, wie man zur Pyramide des fallenden Sterns gelangt? Schwebende Berge, ja. Sie liegt jenseits der schwebenden Berge eures Volkes. Ich war zu lange hier unten. Einer von euch muss dem Zauberer den Weg weisen. Kehre zum Wolkenbruchwald zurück und die liebe Sensen 7 Stern weiß mal wieder Rat und Not und Tat. Okay, zum Wolkenbruchwald, dann nehmen wir am besten irgendeinen Teleporter hier. Ich glaube, die sind... Ah ja, da ist er. Meine liebe Sensen. So, da. Wolkenbruchwald. Wie kam man eigentlich nochmal zu den schwebenden Bergen hin? Ich weiß das gar nicht mehr. Okay, von Alto Alto aus geht es da irgendwie hoch. Keine Ahnung wie, aber das werden wir ja gleich sehen. Beziehungsweise sie wird es uns gleich eröffnen.
Wo steht die überhaupt? Ach, da hinten steht sie noch bei dem... bei den Köpfen da. Hallo, meine Liebe. Magier, was du berichtest, macht mich traurig. Um zur Pyramide des fallenden Sterns zu kommen, musst du hinauf in die Jaguarlande, in die schwebenden Berge. Wie wir da hinaufgelangen, kann uns hoffentlich Yashche sagen. Yashche? Los, frag ihn. Ach so, jetzt erinnere ich mich. Ha. Mein blühender Magier ist zurück. Die schwebenden Berge? Da gibt es einen Weg. Doch ich erinnere mich nicht. Warte, doch. Eine Blütentür führt von Alto Alto zu den schwebenden Bergen. Aber ich habe das Ritual vergessen. Pottasche besitzt interessante magische Eigenschaften. Pottasche. Deshalb haben die Schattenweberstreifer die ganze Gegend danach abgegrast. Hab mal eine Frage. Bitte sie doch freundlich mit uns zu teilen. Ja. Okay, die Schattenweberstreifer werden wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge angreifen. Joa. Aber ich guck mal ganz kurz, was jetzt hier noch möchte. Vielleicht kann ich da sogar gleich noch eine Folge im Anschluss direkt aufnehmen. Ich habe aber noch Zeit, ein bisschen. Können wir irgendwann wieder ein Treffen machen, wo wir 4 vs. 4 machen? Oh Gott, ja. Wenn daran Interesse besteht. Ich meine, die meisten Leute, ich weiß ja nicht, ob dann die Leute dann auch wirklich PvP machen wollen, aber ja. Im Prinzip können wir das schon machen. Leute, wenn ihr das Video seht und ihr habt noch bis zu der Stelle hier geguckt, dann schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr Lust auf ein Treffen mit ein bisschen PvP, also natürlich nur Spaß PvP in irgendeinem Haus von mir hättet, dann können wir das gerne demnächst nochmal machen. Und genau. Cool, Leute, dann würde ich sagen, beende ich die Folge erstmal an der Stelle und dann machen wir jetzt dann gleich hier in der nächsten Folge weiter und holen die Pottasche. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.